Boom! Fußball spielen! Yeah! Wie sieht denn das Zimmer aus? Ganz normal? Also, ihr seht doch nicht schlimm aus. Das Zimmer sieht komplett unordentlich aus! Hey, na so unordentlich ist es nun auch nicht! Schau dir das Zimmer doch mal an, wer war das? Der Hund. Vitamine schiebt nicht alles auf den Hund! In 5 Minuten ist ja alles aufgeräumt! Da rennt sie raus. Naja, so schlimm sieht doch mein Zimmer nun auch nicht aus, oder Leute? Schau mal, von Papa das Auto. Wollen wir da mal einsteigen? Ja, ich will auch mal drinnen sitzen. Na dann los, lass uns einsteigen. Ich will auch dabei sein. Wow, mega cool. Coole Technik. Und wofür ist das? Ach, das sind nur die Blinker. Schau mal. Cool. Sowas habe ich noch nie gewusst. Und wofür ist dieses Pedal dort unten? Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Sollen wir es ausprobieren? Ja, drück doch mal drauf. Okay, ich drück doch. Oh, was ist denn jetzt passiert? Was habt ihr denn hier gemacht? Was ist denn in euch gefahren, dass ihr mein Auto kaputt macht? Das war aus Versehen. Ja, das war echt aus Versehen. Ah, Hausarrest, geht nach oben. Hey, Ryan, kannst du mir noch ein paar Kekse bringen? Aber klar doch, Dad. Ich bringe dir sofort Kekse aus dem Kühlschrank. Okay, dann bringe ich mal meinen Dad frische Kekse aus dem Kühlschrank. Oh, die Kekse sind perfekt. Tunken wir einfach noch ein bisschen Chili drauf. Hier, Papa, deine frischen Kekse. Oh, danke schön, Sohnemann. Lass es dir schmecken, Papa. Oh, den werde ich mir schmecken lassen. Schnell abhauen. Oh mein Gott, Leute, ihr habt es gemerkt. Meine Mutter war auf jeden Fall ein bisschen sauer, dass das Zimmer nicht so ordentlich war. Aber hey, sieht euer Zimmer nicht manchmal auch so aus? Also manchmal ist mein Zimmer immer so unordentlich. Das ist doch gar nicht schlimm, oder? Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie euer Zimmer manchmal so aussieht. Aber ich gehe jetzt erstmal mit den Nachbarskindern Fußball spielen. Moin, Leute, da seid ihr alle. Oh, unser Vater hat uns Ärger gemacht. Wir haben eine Woche Stubenarrest. Oh ja, eine Woche. Nur weil wir sein Auto geschrottet haben. Und ich habe meinen Vater Chili in den Keks gepackt. Und warum ist deine Mutter sauer auf dich, Vitamine? Ach, ich habe mein Zimmer nicht aufgeräumt. Meine Mutter war stinksauer. Runter. Ich glaube, ich krieg bald auch Stubenarrest. Ja, manchmal sind Eltern so nervig. Wenn man doch nur selber bestimmen könnte, was die Eltern machen sollen. Ja, so wie sie es mit uns machen. Ja, ganz genau. Sie sagen immer Hausaufgaben machen, aufräumen. Das würde ich auch cool finden, wenn wir das bestimmen könnten, was die machen. Und ich glaube, ich gehe auch nie wieder nach Hause, weil ich will kein Hausarrest. Ja gut, daran können wir jetzt wahrscheinlich erstmal nichts machen. Und ob wir da was dagegen machen können. Ihr habt alle Probleme und wir können gemeinsam stark sein, damit die Eltern auch mal sehen, wie die immer zu uns sind. Was meinst du? Soll ich etwa nochmal Chili in den Keks packen? Also vergiss es, Vitamine. Das Auto fahre ich nicht nochmal kaputt. Nein, nichts kaputt machen. Wir sind doch groß und alt und stark genug und vor allen Dingen viele genug, damit wir unsere eigene Armee gründen können. Eigene was? Er sagte irgendwas von eigener Armee. Ganz genau. Wir können unsere eigene Armee gründen und unseren Eltern beweisen, dass wir stark genug sind und die uns nicht immer auf uns rumhacken sollen. Das finde ich sehr interessant, muss ich sagen. Ja, vielleicht sieht dann unser Vater davon weg, dass wir Hausarrest haben. Und mit was sollen wir kämpfen? Sollen wir die anfurzen oder was? Lol. Nein, was denn für anfurzen? Wir werden Panzer besorgen, Waffen besorgen und werden einen Krieg führen gegen unsere strengen Eltern. Einen Krieg? Hast du zu viele Filme geschaut? Interessant klingt's ja. Also ich weiß nicht, ob wir dich da sogar noch 2 Wochen Hausarrest bekommen. Wenn wir zusammenhalten, dann werden die uns keinen Hausarrest geben. Denn dann haben die keine Chance. Wir sind nämlich viel zu viele. Also, wer ist mit dabei? Also ich finde die Idee ein bisschen dämlich. Ich weiß ja nicht. Ich find's immer noch sehr interessant. Ich bin dabei. Ich werde mitkämpfen. Schwester, du willst noch mehr Hausarrest? Hey, Bruderherz, denkst du wirklich, sie können uns noch mehr Hausarrest geben? Okay, eigentlich hast du recht, ich bin auch dabei. Okay, Leute, wir sind also alle mit dabei. Und jetzt werden wir uns unseren eigenen Plan machen. So machen wir das. Wir sind ein Team. Wow, Vitamine, hast du nicht mehr gefurzt? Oh, ich dachte, man riecht und hört das nicht. Bruh. Nun ist Schluss mit lustig. Ich werde kämpfen.
gegen meine Familie. Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Was ist denn hier los? Jetzt wird sich ergeben. Hier ist die Kinderarmee. Was wird denn das, wenn es fertig ist, Vitamine? Ich bin von der Kinderarmee und ihr Eltern seid jetzt nun umzingelt. Gebt auf und verlasst sofort die Brookhaven-Stadt. Sind bei dir wirklich jetzt alle Gehirnzellen durchgebrannt? Was soll das? Die Kinderarmee ist eine Armee, die für mehr Freiheit für Kinder kämpft. Das bedeutet mehr Schokolade, mehr Freizeit, mehr dreckige Zimmer und wir dürfen mehr kaputt machen. Was Dümmeres habe ich noch nie gehört. Warte mal, was Dümmeres? Okay, los, Feuer, Kinderarmee. Aufgeben, hier ist die Kinderarmee. Und dieses Haus ist schon mal zerstört. Was habe ich denn hier nur für ein Kind? Wow, warte mal, Vitamine, du bist doch durchgedreht. Aber wirklich, was soll denn das? Wir als Kinderarmee haben uns darauf geeinigt, dass wir gegen die Eltern kämpfen. Was denn für eine Armee? Du bist komplett alleine in deinem Denken. Ja, ganz genau. Niemand hat eine Armee erstellt und es gibt gar keine Kinderarmee. Vitamine, hör auf mit dieser Alberei. Selbst meine Kinder sind nicht so. Da habt ihr euch voll geirrt. Wir sind die Kinderarmee. Warte mal, was? Die Kinderarmee? Kinder? Ganz genau. Das erste Haus wird zerstört. Wir sind die Kinderarmee und wir sind eine komplette Armee. Niemand wird es wagen, von den Eltern uns anzugreifen. Denn wir sind viel stärker als ihr. Ganz genau. Ihr habt uns manchmal verboten, bis 20.30 Uhr Fernsehen zu schauen. Ja, Papa, und du hast uns eine Woche Hausarrest gegeben. Und ich werde euch sogar noch 2 Wochen länger geben. Das glaube ich wohl kaum, denn bald wird es kein Kinderzimmer mehr geben, wenn die Kinderarmee angreift. Ja, ich habe die Faxen dicke. Ich will dir nicht immer die Kekse holen. Aber ich dachte, du machst das freiwillig. Das komplette Familienhaus ist von uns zerstört. Was habt ihr nur angetan? Wir als Kinderarmee haben unsere Ansprüche gestellt. Für längeres Fernsehgucken. Und keinen Hausarrest. Und für Furzen in der Schule. Sag mal, was? Was hast du da gesagt? Achso, oh, sorry. Ich dachte, das wäre cool. Naja, wie dem auch sei, ihr habt unsere Anforderungen. Ach, Mann, ey, wir haben keine Chance. Das sind viel zu viele Kinder. Oh, wir müssen die Forderungen stattgeben. Wir müssen aber auf einen Kompromiss kommen. Ganz genau. Wir müssen trotzdem zusammenarbeiten. Das ist kein Problem. Wir als Kinder einigen uns, dass wir nicht mehr so oft aufräumen müssen oder Essen machen sollen oder was anderes. Danach sind wir zufrieden. Und das mit Furzen in der Schule finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Aber ihr habt unsere Forderungen gehört. Wenn ihr damit einverstanden seid, dann sagt es uns. Mist, die Kinder sind einfach viel zu viel. Wir haben keine andere Wahl. Okay, wir geben euren Forderungen stand. Wir werden auf alles eingehen. Bis auf mit dem Furzen in der Schule. Das ist ein bisschen übertrieben. Okay, dann sind wir zufrieden, wenn wir weniger aufräumen müssen und weniger Hausarrest bekommen, wenn wir mal irgendwas aus Versehen Doofes machen. Naja, egal. Dann sind wir zufrieden. Die Kinderarmee hat gewonnen. Ja, wir Kinder sind die Besten. Oh yeah, Leute. Wir Kinder sind mega, mega stark gemeinsam. Leute, was war das denn bitte? Einmal die Noob-Elternarmee gegen die Pro-Kinderarmee. Die Kinder sind echt die Stärksten. Und wenn ihr jetzt beweisen wollt, wie stark ihr seid, dann lasst jetzt alle mal einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, schaffen wir als Armee 3000 Daumen hoch da und schreibt jetzt einen Kommentar, wenn du bis hierhin geguckt hast. Das würde mich sehr, sehr dolle freuen. Dann kann ich dir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Und Leute, das war's von der Kinderarmee gegen die Elternarmee. Das hat mir mega, mega viel Spaß gemacht, Leute. Wenn es euch auch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Ein Däumchen nach oben wäre ein echt cooles Träumchen. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin. Tschüss.